Hallo, ich bin Carsten in Föllbad. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Föllbad, das heißt, oder die Gegend von Föllbad, das heißt dann wieder, dass ich mal wieder in die Elfringhauser Schweiz gefahren bin. Ich habe mir jetzt heute mal eine Route in die andere Richtung ausgesucht. Und zwar ist es die Elfringhauser Windkraftroute. Ja, Windkraftroute, ja, ich bin jetzt nicht so der größte Freund von Windrädern. Aber naja, irgendwo müssen wir die Energie ja herkriegen. Irgendwo müssen wir den Strom für YouTube ja auch herkriegen. Und ja, von den ganzen Alternativen, die es da so gibt, ist Windkraft, Windenergie sicherlich eine, die zumindest vom Gedanken her recht umweltfreundlich ist. Mittlerweile weiß man ja, für die Tiere ist es nicht so gut. Und für die Menschen, die in der Nähe wohnen, auch nicht so gut. Aber im Großen und Ganzen gibt es dann halt dafür weniger Umweltgifte. Also irgendwas ist halt immer. Ja, so sieht bei uns in der Gegend, also im Ruhrgebiet, der Winter aus. Also ein bisschen Schnee haben wir auch. Aber gestern hat es auch schon wieder geregnet. Also richtig Winter ist dann doch was anderes. Ja, jetzt kommt tatsächlich noch die Sonne raus. Ich hoffe mal, ich werde jetzt nicht schneeblind, weil ich habe meine Sonnenbrille im Auto gelassen. Ist gerade so schön hier, auch wenn ich jetzt ein Stück Straße laufen muss. Aber hier kommt, glaube ich, auch nur alle halbe Stunde ein Auto vorbei. Aha, und hier geht es dann jetzt los mit dem Thema Windkraft. Die nächsten Windräder da oben. Ja, jetzt geht es erstmal ins Tal hinab, damit wir gleich auf der anderen Seite wieder aufsteigen können. Ach, ich weiß sogar, wo ich bin. Am sogenannten Schweineberg. Hier bin ich bis jetzt aber nur berg aufgegangen, berg runter noch nie.
Davon abgesehen, offiziell heißt er auch nicht Schweineberg. Der Wolfgang Wohlgemut nennt den nur immer so. Schöne Grüße. Aber die Höhenmeter, die sind hier auf der Tour auch nicht zu unterschätzen. Geht hier die ganze Zeit nur hoch und runter. Klar, die Windräder stehen meistens ja auf dem Berg. Ja, das mit dem hoch und runter wäre ja alles nur halb so schlimm, wäre hier nicht alles voll mit diesem angetauten, sulzigen Schnee wäre. Bei jedem Schritt rutschte weg. Gut, dass ich einen Stock mit habe. Bergerhof ist heute die Hölle los. Schade, ich hätte gerne da was gegessen, aber ist mir zu voll. Ja, jetzt ist es mächtig am Tauen, aber der Weg, der geht jetzt schön so auf so einem Berggrat entlang. Da mag ich ja sowas. Allerdings musst du auch hier verdammt aufpassen, wo du hintrittst. Halt überall kleine Felsbrockchen, ja, oder Steine aus dem Boden ragen. Ja, da drüben der Sender Langenberg. Ja, den Weg hier, den kenne ich auch ganz gut. Ist von meiner Lieblingsrunde. Allerdings gehe ich die Strecke dann hier immer bergauf, also in die andere Richtung. Auf dem letzten Stück zum Parkplatz wird es jetzt immer voller. Deswegen werde ich mich jetzt schon mal von euch verabschieden, bevor das gleich gar nicht mehr geht. Ja, war eine schöne Tour durch die Winterlandschaft hier. War ein bisschen anstrengend wegen diesem ganzen sulzigen Schnee. Das klaut einem unwahrscheinlich Kraft. Aber mir hat es auf jeden Fall auch gefallen heute. War echt schön. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.